Leute, warum meinen alle, dass ich schuld bin an dieser Moisha-Misere? Ganz ehrlich, don't kill the messenger. Ich meine, wer ist hier das Arschloch? Serda, oder? Er hat doch fremdgevögelt, dafür kann ich doch nichts. Ich hab doch einfach nur die Wahrheit aufgedeckt. Lasst mich alle in Ruhe. Soll sich Moisha doch freuen. Jetzt weiß ich wenigstens die Wahrheit. Sag ich doch. Sieg mal. Wie lange hätte der Aufschluss denn noch so weitergetrieben? Soll ich da jetzt rübergehen? Nee, keine Lust. Als ob die mir jemals bei irgendwas geholfen hätte. Nein, nicht der Lotsenschüler. Alex, warte mal bitte. Wir sollten diesen Block so schnell es geht auf den Grund gehen. Das ist kein Block. Das ist ein YouTube-Channel, auf dem sie ihre Videos hochlädt. Ach so. Siehst du, genau deswegen sollen sich die Lotsenschüler darum kümmern. Wir Lehrer sind doch da völlig raus. Wie lange werdet ihr denn brauchen, bis ihr wisst, wer dahinter steckt? Naja, wissen Sie, so einfach ist das nicht. Nicht jeder 15-Jährige ist automatisch ein Hacker. Naja, irgendeine Möglichkeit wird es doch wohl geben. Ich kann ja mal die Internet-AG um Rat bitten. Mal gucken, ob die weiter wissen. Das ist doch eine sehr gute Idee. Na gut, ich muss jetzt. Danke, tschüss, schönen Tag. Shit, na toll. Hey. Hi. Und, wie geht's dir so? Gut. Oh Mann, und jetzt? Was will denn der von mir? Und, was wollte die Haubitz? Okay, selten dämliche Frage. Sie hat uns beauftragt, herauszufinden, wer hinter diesen ganzen Videos steckt. Okay, gehen wir? Du siehst wirklich so, als hättest du mega Bock auf deinen neuen Detektivjob. Obwohl, dann könnte er endlich mit seiner angebeteten Moisha Zeit verbringen. Der große Retter in der Not. Nee, gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das anstellen soll. Also. Ein Glück. Aber das ist echt eine Schweinerei, deine arme Schwester. Oh, bitte. Der Herr Serda ist das Schwein, oder? Ja, schon, aber sowas im Internet zu veröffentlichen, das ist total erniedrigend für Katja und Moisha. Wäre ich in deren Haut? Ich wüsste nicht, was ich machen wollen würde. Und der Award für die mieseste Schwester des Jahres geht an mich. Wie geht's dir denn? Machst du dir große Sorgen, oder? Oh, Hilfe. Aber die kommt mit sowas klar. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ihr irgendwie Schwestern seid. Ach, wirklich? Du trägst ein Kopftuch, sie nicht. Also, ein bisschen ähnlich seht ihr euch ja schon, aber... Was? Man sieht euch ja nie zusammen draußen. Ist ja auch egal. Ich bin heute Nachmittag wieder auf dem Dach. Kommst du auch? Meint er das jetzt ernst? Vielleicht. Vielleicht heißt ja. Okay. Also, vier. Noch nicht da. Ach, hi Alex. Ich hab uns Chips mitgebracht. Hi Alex. Ich hab uns Chips mitgebracht und Cola. Oh nee. Habe ich mich in der Zeit geirrt? Nee. Wo bleibt er denn? Oh, was für ein Arschloch. Es ist doch immer das Gleiche mit den Scheißtypen. Erst machen sie dir was vor von Vertrauen und was weiß ich was. Und dann lässt du dich auf sie ein, obwohl du es eigentlich besser wissen solltest. Zack, wirst du fallen gelassen. Und sie behandeln dich dann einfach wie den letzten Dreck. Du hast die Macht. Du musst dich nur trauen. Du musst dich nur trauen.